Wir starten ins Jahr mit einer wundervollen Limited Edition und die könnte schon jetzt einige Produkte beinhalten, die wir über das ganze Jahr weiterhin benutzen werden. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, nach fast 2 Wochen, ja fast eigentlich seit meinem Geburtstag, habe ich mich nicht mehr hier richtig hingesetzt und so ein richtiges Video gedreht. Deswegen freue ich mich sehr, wieder hier zu sein und tolle Videos zu drehen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ich wünsche euch ganz, ganz viel Liebe, dass alles, was ihr euch wünscht, dieses Jahr für euch in Erfüllung geht. Ich freue mich sehr auf das Jahr. Dieses Jahr passieren ganz, ganz viele große Ereignisse auch in meinem Leben bzw. in unserem Leben und ich bin sehr aufgeregt. Es wird sich nämlich sehr, sehr viel dadurch, glaube ich, ändern. Was sich ändern wird, ist mein Gesicht. Es ist noch so ein bisschen Silvester-Puffy. Wir probieren das Ganze jetzt gleich so ein bisschen zu retten. Rival Loves Me kommt gleich hier zum Beginn des Jahres mit der High Perfection Limited Edition raus. Ich hatte sie euch in dem Video am Montag schon so ein bisschen gezeigt, dass wir sie testen wollen. Ich habe auch schon wieder ganz viele Nachrichten bekommen. Ja, bei mir ist es irgendwie alles schon weg. Nein, es ist noch nicht da. Ihr kennt das Spiel. Es ist immer ein bisschen schwierig, gerade vor allen Dingen dann auch noch über Feiertage, dass Produkte immer noch nicht ganz da sind. Deswegen beispielsweise Pinsel und Schwämme, die kommen ja meistens immer so ein bisschen später. Sollte aber jetzt ab dieser Woche offiziell dann auch bei euch im Rossmann sein. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen direkt in das Video, denn ich möchte probieren, so ein bisschen mein 2024 Make-up-Mindset zu setten. So wie im letzten Jahr schon, es wird ein bisschen weniger, es soll aber hochwertiger aussehen und nicht so, ich verstecke mich hinter meinem Make-up, sondern ich nutze das Make-up, um mich so ein bisschen aufzufreshen. Deswegen, let's go. Zuallererst vielen, vielen, vielen Dank für 300.000 Abos auf TikTok. Ich glaube, hier sind wir jetzt mittlerweile 128 und auf Insta gehen wir auch auf die 200.000 zu. Das ist Wahnsinn. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich mache den Spaß hier ja schon ein bisschen und jetzt so erst im letzten Quartal kam erst alles so ein bisschen zusammen. Wir haben in der LE unter anderem auch einen Make-up-Schwamm. Den möchte ich jetzt nicht benutzen. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Schwämme hier. Der kommt wie alles, was ich kaufe oder bekomme und nicht benutze, in die Verlosungskiste. Er fühlt sich so schon ganz gut an. Er hat hier eine flache Seite, mit der man sehr, sehr gut Puder auftragen kann. Wir haben auch ein Puder in der LE. Ihr habt aber auch so eine halb abgerundete Seite hier unten. Ich muss sagen, ich mag die Farbe total gerne. Ich liebe, das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an das Tiffany Blau. Sehr, sehr schön, sieht sehr hochwertig aus, obwohl Rival Loves Me die wirklich günstigste Marke in der Drogerie ist. Wir haben auch einen Pinsel, der mir sehr gut gefällt. Der Stiel ist ebenfalls in diesem Tiffany Blau, aber hat so einen leichten, perlmuttigen Überzug. Sieht sehr hochwertig aus. Die Haare sehen sehr gut aus und der ist recht fest gebunden. Das heißt, wir können damit mit Sicherheit sehr gut Foundation auftragen. Das machen wir jetzt auch. Ich nutze dafür eigentlich wie aktuell immer meine Age Perfect BB Cover Foundation. Einmal schütteln und wollte da aber noch etwas reinmischen, denn wir haben den Liquid Highlighter. Ich bin nicht so ein großer Freund von der Verpackung dieser Liquid Highlighter. Was man damit aber immer sehr gut machen kann, ist, man kann seine Foundation immer so ein bisschen glowiger machen. Wir haben sehr viele Produkte, die sehr glowy hier sind. Also wenn ihr auf nur matte Look steht, könnte das ein bisschen schwierig sein in dieser LE, wobei das eine Produkt vielleicht für euch ein Treffer sein könnte. Der Highlighter sorgt für einen strahlenden Look mit ultrafeinen, lichtreflektierenden Pigmenten, geeignet für Gesicht und Körper. Was man damit immer sehr gut machen kann, ist gerade auch so im Frühjahr, Sommer, sich sowas in die Bodylotion zu schminken. Ich finde, als Highlighter punktuell sind die meistens immer ein bisschen viel. Er ist sehr, sehr leuchtend, schön hell, nicht zu dunkel, hat aber so einen leichten Rose-Gold-Touch mit drin. Also es ist eine Kombination aus Gold, Silber und Roségold und ich mische mir das nur ganz, 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 ganz leicht in die Foundation mit rein. Ich möchte gar nicht zu viel Schimmer jetzt hier mit drin haben, nur so ein bisschen. Es fühlt sich auch so ein bisschen glatt an und ich arbeite mir das Ganze einmal mit dem Foundation Brush ein, nehme das Produkt gut auf und dafür sind diese Foundation Brushes immer sehr, sehr gut, weil die eine recht gerade Fläche haben und ihr damit sehr schnell sehr viel in eurem Gesicht machen könnt. Egal ob Contour, egal ob Concealer, Foundation, dafür finde ich ihn meistens am besten, weil er sehr flach ist und einfach ja, so ein bisschen Druck hat. Ich arbeite im Moment viel lieber mit Pinseln als mit Schwämmen, außer für Concealer. Großflächig geht es einfach, finde ich, deutlich besser mit so Pinseln. Und man kann dann auch an der Nase so ein bisschen in die Poren reinarbeiten. Dadurch hält die Foundation einfach auch deutlich länger. Ich kann auch schon so einen leichten Glow mit erkennen. Die Foundation ist jetzt zwar nicht so richtig matt, auch sonst, aber in Kombination mit dem Highlighter
sieht das sehr, sehr gut aus, ohne dass die Haut zu grob glitzernd aussieht. Kann wirklich keine großen, groben Glitzerpartikel wahrnehmen. Der Pinsel ist großartig. Großartig. Und schaut mal, der gibt super viel Produkt auch wieder ab. Ne? Das ist oft das Problem bei Foundation-Pinseln, dass sie zu viel Produkt mit aufsaugen. Hier gibt er alles wirklich gut ab. Im Anschluss gehe ich einfach nochmal schnell mit so ein bisschen, mit so einem Schwämmchen hier rüber. Habe ein sehr natürliches Finish, ein sehr glowy Finish. Die Foundation müsste man theoretisch ja auch nicht setten. Sieht aber unglaublich schön aus. Auch wenn ich euch noch mal ein bisschen näher hole, gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Schaut mal, wie schnell das geht hier, ne? 1, 2, 3. Einfach so ein bisschen rüber. Du brauchst dadurch deutlich weniger Deckkraft. Ein bisschen brauche ich aber noch. Ja, doch. Da war ich so, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ich habe manchmal Angst, dass die Highlighter irgendwie die Foundation so ein bisschen beeinflussen. Es hat so ein leicht öliges Finish, aber ich mag das ganz gerne, weil es einfach dadurch so ein bisschen. Ich finde, so ne, diese Oil-Based Foundations, die funktionieren bei mir im Moment ganz gut. Weil großartig. Hätte ich nicht gedacht, sieht gut aus und der Pinsel ist 1A. Ich habe die LE vor Weihnachten bekommen und konnte damit natürlich auch schon mal so ein bisschen spielen und schauen. Ich mache das immer ganz gerne, einfach um euch mehr Informationen zu den Produkten zu geben. So, und jetzt kam das hier. Oh wow. Und ich habe das gesehen und dachte mir, das kann schief gehen, aber trust and believe, das ist genial. Das ist das High Perfection Liquid Rouge, ein seidig leichtes, flüssiges Rouge für betonte Wangen. Dieses Ding ist fast pures Pigment. Das ist der Wahnsinn. Ihr habt einen Glasflakon, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an und ihr habt so eine Drop-Pipette, die ihr eigentlich für das erste halbe Jahr eigentlich gar nicht braucht, weil genug Produkt da ist. Ihr könnt dann einmal raufdrücken und dann kommt das Produkt raus. Dieser Tropfen reicht für dich, dein Vater, deine Mutter, deine beste Freundin und deine Finanzberaterin im Steuerbüro. Es hat Schimmer mit drin, aber es ist einfach so pigmentiert und es riecht unglaublich gut. Es gibt mir so ein bisschen bärige Vibes. Es riecht ein bisschen wie mein Lipgloss aus der Kollektion. Unglaublich pigmentiert. Ich bin auch ganz froh, dass ich noch so ein bisschen Foundation an der Hand habe. So kann ich es ein bisschen leichter machen. Ihr braucht nicht viel. Also bitte, bitte, bitte geht nicht mit der Pipette auf euer Gesicht, weil sonst könnt ihr euch gleich wieder abschminken, weil es ist einfach extrem pigmentiert und ihr tut euch und eurem Gesicht nichts Gutes. Wenn ihr so einen etwas weicheren, gebundenen Brush habt, könnt ihr das Produkt gut aufnehmen und ein bisschen in den Pinsel einarbeiten und dann einfach leicht anfangen. Nur ganz, ganz leicht und dann immer ein bisschen mehr nehmen und aufbauen. Und ihr habt sofort ein unglaublich intensives Rouge-Ergebnis. Sehr, sehr leicht. Und da stimme ich der Produktbeschreibung natürlich auch zu, wo ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war. Seidig leicht. Du merkst nicht, dass du etwas auf der Haut hast. Ich übertreibe jetzt auch gerne ein Stückchen. Schaut mal. Das Ding, es hält. Ich habe ihn über Weihnachten mitgenommen gehabt. Einfach, um ihn so ein bisschen zu testen und zu schauen, wie hält er. Und das ist unglaublich krass. Ich habe es jetzt übertrieben, weil ich natürlich gleich noch mit Concealer rübergehen werde. Aber schaut euch das mal an. Du hast so einen ganz leichten Schimmer mit drin. Ich finde aber, und da war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, ich dachte, dass die Kombination aus dem Liquid Highlighter und dem Blush vielleicht ein bisschen viel Schimmer sein kann. Auf der Haut sieht man es aber kaum noch. Ab und zu, wenn natürlich mal so ein Lichtstrahl in dein Gesicht kommt, ne, dann sieht es aus, als hätte sich vorhin eine Fee kurz auf deiner Wange ausgeruht. Sie ist dann aber wieder weitergeflogen. Also du hast Lichtreflexion mit drin und eine unglaublich schöne Farbe. Ich habe damit auch schon etwas probiert. Das habe ich euch vielleicht bei TikTok gezeigt. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach damit einen extrem krassen Under-Eye Corrector gemacht. Einfach mit dem Concealer gemischt und dann sieht das genial aus. Es ist jetzt viel. Ich blende es hier nochmal so ein bisschen aus und mache jetzt erstmal weiter mit Concealer. Dieser Blush, großartig. Wenn ihr auf Luminous Blushes steht, auf leuchtende Blushes, sehr, sehr gut. Und also, ich habe immer ein Problem mit diesen Produkten. Hier sind 11 Milliliter mit drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieses Produkt jemals leer kriege. Ja, klar, wenn ich ihn jeden Tag mehrfach benutze, irgendwann 2030 vielleicht. Aber du hast natürlich einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst sie mit Sicherheit auch toll auf den Augen benutzen. Vielleicht sogar ein bisschen auf den Lippen. Das könnten wir jetzt eigentlich nochmal ausprobieren. Mit so einem ganz, ganz kleinen Pinsel. Wird natürlich jetzt nicht ganz so lange halten wie ein Lippenstift. Der Geruch ist unglaublich. Auf den Lippen wirklich schön. Oder halt in Kombination mit einem Concealer. Habe ich euch, wie gesagt, auf TikTok gezeigt. Ich mache mal ein bisschen Concealer drauf. Dann kommen wir zu einem Produkt. Also, es sind zwei Produkte, die ihr jetzt gleich sehen werdet, die für mich
dass die Hauptprodukte der Kollektion waren, von denen ich mir am meisten erwarte, aber auch die größte Angst habe. Okay, ich habe den Concealer einmal ein bisschen ausgeblendet. Es gibt ein Puder. Soft Illuminating Loose Powder. Die Verpackung, die kennen wir. Wieder hier ebenfalls dieses schöne Tiffany Türkis, würde ich fast sagen, hellblau. Klassische Rivalazumi Puderverpackung. Wir haben hier so eine Schutzkappe mit drin. Und dann passt auf, hier ist ein Puder mit drin. Das hat recht grobe Glitzerpartikel mit drin. Aber es fühlt sich unglaublich weich an. Ich glaube, dass es unter den Augen vielleicht nicht funktioniert. Also, es wird mit Sicherheit funktionieren. Ich würde es aber nicht unter den Augen empfehlen, weil so einfach so grobe Glitzerpartikel unter den Augen manchmal nicht so schön sein können. Ich wollte jetzt einmal mit so einem fluffigen Pinsel ein bisschen Produkt aufnehmen, das in meine Hand einarbeiten und du hast schon Reflex. Und damit fixiere ich jetzt ganz leicht mein Make-up. Ich werde dadurch mit Sicherheit grobe Glitzerpartikel auf meinem Gesicht haben. Was ich ganz gerne mag, das wisst ihr, ich mag es gerne, wenn das Make-up sehr reflektierend ist. Ja, und ihr seht, vielleicht könnt ihr es erkennen, es hat goldene Schimmerpartikel mit drin und sieht dadurch natürlich super, super bronzy und glowy aus. Es ist schon krass, es ist sehr, sehr viel Schimmer. Aber das auf dem Dekolleté vielleicht, oder? Ja doch, für so ein. Das kommt in der Kamera nicht so krass rüber. Das ist ein Glitzerpuder. Das ist ein Glitzerpuder, es funktioniert extrem gut auf der Stirn. Sehr, 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 sehr gut. Du musst einfach diesen unglaublichen Schein lieben. Was ist der Vorteil dadurch? Durch dieses Schimmer wirkt das Gesicht ein bisschen weich gezeichneter und natürlich ein bisschen spektakulärer. Du gibst, das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit Make-up habe, dass es schnell mal so ein bisschen leblos aussehen kann. Wenn du das aber benutzt, dann hast du einfach nicht das Problem, dass das Make-up so leblos aussieht, sondern du gibst deiner Haut einfach so diese Strahlen zurück. Deswegen nehme ich mein Coty Erdspann Powder einfach für unter die Augen und die Bereiche, wo ich keinen Schimmer haben möchte, wie beispielsweise auf den Augenlidern, auf der Nase und fokussiere dieses Soft Illuminating Powder einfach auf der Stirn. Es ist sehr leuchtend, es sieht aber unglaublich schön aus. Da muss man ein bisschen schauen, ob man das mag. Ich persönlich mag das sehr, sehr gerne und man kann das auch gut mischen. Ich mag es gerne. Doch, ich mag es gerne. Gerade auf der Stirn sieht das toll aus. Müsste man jetzt mal schauen, wie sich das so in 3, 4 Stunden, wenn die Öle durchkommen, verändert. Ich fixiere mein Make-up einmal. Nee, noch nicht. Nein, 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 Maxim. Noch nicht fixieren, denn jetzt, Achtung. Look at this. Eine Duo Contouring Palette mit zwei verschiedenen Farben. Die Duo Contouring Palette ermöglicht einfaches Konturieren. Das mattierende Puder lässt sich leicht verwenden und sorgt für Definition. Wir haben zwei verschiedene Produkte. Ich swatche einmal beide Farben. Oh krass, ja. Also der eine ist sehr, 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 sehr dunkel. Der andere wirkt im Aufblick deutlich wärmer als im Swatch. Deswegen bin ich jetzt erstmal vorsichtig. Ich gehe jetzt einmal nur ganz kurz hier in den helleren Ton. Sehr kühl. Wahnsinn. Es erinnert mich doch mehr als gedacht an die Victoria Beckham Palette, wobei die noch ein Stückchen wärmer ist. Das ist eher so Duo Bronzer, das ist eher so Duo Contouring. Ich finde es ehrlich gesagt nicht zu kühl, aber auch nicht zu warm. Ich nehme jetzt nochmal die Farbe für die Seite hier. Es ist sehr pigmentiert. Du kannst natürlich vorsichtiger arbeiten. Und dann mit dem Rest gehe ich einfach so ein bisschen grobflächig. Ich habe festgestellt, dass mein Make-up besser aussieht, wenn ich nicht so präzise arbeite, sondern einfach so ein bisschen alles ineinander blende. Was man jetzt machen kann, es kann schief gehen, es kann aber auch krass werden, ist, wenn wir mit so einem ganz kleinen Pinsel in den dunklen Ton gehen und das punktuell wirklich an den dunkelsten Punkt setzen und ausblenden. Okay, das ist sehr, sehr krass. Sehr viel, würde ich schon fast sagen, schon fast zu viel. Wenn ihr so ein leichtes Schlupflid habt, so ein bisschen mehr Haut, als man sich vielleicht selbst eigentlich wünscht. Und das hier mit reinsetzt, erzeugt ihren Schatten. Und die Farbe ist so kühl, dass es eine perfekte Schattenfarbe ist. Das ist schon fast grau, schattiert aber das Auge einfach sehr, sehr gut. Und vielleicht habt ihr schon mal was von diesem Demi-Make-up gehört. Da setze ich mich gerade so ein bisschen mit auseinander, habe noch nicht so viel dazu gelernt. Auch hier unterm Auge so ein Schatten. Also als Lidschatten genial, weil es einfach so ein richtig schöner grauer Ton ist und das Auge so ein bisschen umschließt. Für meine Hautfarbe jetzt eventuell ein bisschen zu viel. Jetzt fixieren wir das Ganze. Und jetzt seht ihr auch, wie schön es auf den Lippen funktioniert hat. Ne? Es ist so ein leichter Schein ist mit drauf. Es erinnert mich so ein bisschen, habt ihr schon mal gesehen, wenn man sich so die Lippenfarbe
Tätowiert, das gibt's ja. Ich weiß nicht, wie das heißt. Permanent Lips. Keine Ahnung. Erinnert mich von der Farbe her so ein bisschen dran. Und das ist auch drauf. Also klar, so ein bisschen färbt's ab. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also diese Dual Contouring Palette. Auf den Augen oder auf der Haut. Großartig. Und du hast natürlich einfach auch für mehr Hautfarben so ein bisschen was. Das Illuminating Powder auf der Stirn gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Ich glaube, der größte Treffer ist aber natürlich dieser Blush und der Pinsel vor allen Dingen. Ne? Also abgesehen vom Pinsel, der Blush. Wir brauchen diese Blushes definitiv in mehr Farben im Standardsortiment, weil es einfach nicht nur eine tolle Textur ist, die sehr schön auf der Haut ist, egal ob ihr etwas texturiertere Haut habt oder ob ihr sehr, sehr glatte Haut habt. Man kann viel damit machen. Man kann es auf den Augen, auf den Wangen und sogar, und das hätte ich nicht gedacht, auf den Lippen benutzen. Gefällt mir sehr gut. Auch die Duo Contouring Palette. Der eine Ton ist mir persönlich ein bisschen zu kühl, aber man kann sie gut mischen oder man kann damit seinen eigenen Bronzer einfach ein bisschen abkühlen. Also dafür großartig. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Deswegen schreibt mir das doch gerne einmal in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Für mich ein großartiger Start in ein neues Make-up-Jahr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch dieses Jahr an Make-up-Produkten wünscht. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere Produkt, was noch nicht ganz fertig geworden ist bei einer Make-up-Brand. Dann könnt ihr das gerne einmal in die Kommentare schreiben und so dafür sorgen. Und wir wissen mittlerweile, dass es funktioniert, wenn ihr Wünsche, Äußerungen oder Kritik an Produkten habt und das kommentiert, die Brands, sie lesen das. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.